Locker und motiviert präsentierte sich unsere U17 bei der Trainingseinheit zwei Tage vor dem ersten Halbfinale um die deutsche B-Juniorenmeisterschaft gegen den VfL Wolfsburg. Wir sind sehr positiv gestimmt, die Stimmung ist sehr gut. Wir haben eine gute Trainingswoche bisher hinter uns und sind schon voller Vorfreude. Die Stimmung ist top, man spürt die Freude, aber dennoch haben wir unsere normalen Abläufe und arbeiten trotzdem konzentriert auf das Spiel. Ja. Die Jungs sind bisher noch ganz locker. Ich denke, die Spannung wird dann auch Samstag hinkommen und da geht es halt dran, einen kühlen Kopf zu bewahren, die Abläufe beizubehalten, im Rhythmus zu bleiben und den Fokus auf uns zu legen und trotzdem die Energie dann auch zu nutzen, die von außen kommt, von den Zuschauern, von der ganzen Aufmerksamkeit und das einfach in Spaß und Freude umwandeln. Klar, man merkt schon eine gewisse Anspannung, aber sonst eigentlich sind die Abläufe ganz normal. Natürlich wird eine gewisse Nervosität auch da sein und es ist auch gut. Trotzdem wissen wir, was wir können und die Jungs haben jetzt auch schon auch letzte Saison in der U16 gezeigt, dass sie auch unter diesen Druckbedingungen gut performen können. Mir persönlich hilft der Druck auch so ein bisschen, gute Leistung zu bringen, sage ich jetzt mal. Druck gehört dazu und das muss man auch lernen und ja, ist wichtig. Mit kühlem Kopf, Spaß und Freude gegen den Staffelmeister Nord-Nordost, der sich diesen Titel bereits am 18. Februar zwei Spieltage vor Schluss durch einen 3:0 Erfolg beim FC Carl Zeiss Jena sichern konnte. Wolfsburg hat ihre Staffel sehr souverän gewonnen, waren schon sehr früh auch dann als Meister festgestanden, konnten sich auch dementsprechend anders auch vorbereiten. Sie haben eine extrem schnelle Mannschaft, Spieler, die eine hohe Qualität haben, individuell, aber auch als Truppe sind sie sehr gefestigt. Aber nichtsdestotrotz, es wird ein 50-50-Spiel, wird ein Duell auf Augenhöhe und wird für uns auf jeden Fall eine Challenge werden, worauf wir uns freuen. In solchen Spielen entscheiden auch die Kleinigkeiten, zum Beispiel wer mehr läuft und die Intensität, der Kampf in so engen Spielen und wer dann am Ende auch den Willen hat zu gewinnen. Einen Sieg würden am Sonntag sicherlich auch gerne die meisten der Zuschauer im Dietmar-Hopp-Stadion sehen, in dem die Kuhn-Elf erstmals ein Spiel bestreitet. Rund 1.800 Tickets wurden bereits für die Partie verkauft. Das verspricht einen Auftritt auf großer Bühne für die Jungs, die sonst in der Akademie-Arena Zutzenhausen ihre Heimspiele austragen. Das erste Mal, dass wir so ein großes Spiel haben, wahrscheinlich für jeden Einzelnen. Und ja, man freut sich halt einfach, wenn wegen uns so viele Leute zuschauen kommen und halt unterstützen wollen. Das ist natürlich schon was Besonderes. Pushen natürlich auf jeden Fall. Diese Atmosphäre, die dann oben sein wird, erstes Mal im Stadion für uns, geil. Nutzt es als Energie füreinander. Ist ja nicht alltäglich, das haben sich die Jungs ja auch verdient, so ein Spiel vor großer Kulisse. Und ja, ist auf jeden Fall was Besonderes und ein Karriere-Highlight. Und wir wollen es genießen, wir wollen aber auch in dieser Atmosphäre lernen und den nächsten Schritt auch machen. Den nächsten Schritt in Richtung Titel können Leo Krasniki und seine Teamkollegen bereits übermorgen gehen, wenn ab 11 Uhr der Ball rollt. Mit einer ähnlich starken Performance wie beim Saisonfinale vor knapp drei Wochen gegen den SC Freiburg stehen die Chancen des Staffelmeisters Süd-Südwest sicher nicht schlecht, dass am Ende mehr als nur die süddeutsche Meisterschaft bejubelt werden könnte. Wir wissen natürlich um die Bedeutung dieses Spiels. Wir wurden zwar Meister, süddeutscher Meister, aber der Weg ist hier noch nicht zu Ende. Und wir wollen jetzt die nächsten kommenden Spiele oder das kommende Spiel erstmal alles reinhauen und uns zerreißen. Und dann auch für den Verein TSG Hoffenheim Geschichte schreiben.